Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch gerne etwas über die Statistik meines YouTube-Accounts zeigen, wie mein Arbeitsalltag aussieht und am Ende möchte ich noch eine wichtige Ankündigung machen. Also bleibt gerne dran und dann schauen wir uns das Ganze einmal an. Und zwar, falls ihr mich noch nicht kennen solltet, ich bin Matthias, mein Account heißt MassG Gaming und ich habe schon mittlerweile 64 Abonnenten und würde mich natürlich über neue Abonnenten freuen. Videos wären in dem Falle von GTA, Gothic über Genshin Impact, Fishing Superstars und was hatten wir noch? Age of Empires 2, ganz klar. Da kommt auf jeden Fall in Zukunft auch noch ein bisschen mehr. Außerdem habe ich noch einen Twitch-Account, da bin ich regelmäßig live. Dazu kommen wir gleich zu den genauen Zeiten. Auch MassG Gaming, in der Regel findet ihr mich immer unter diesem Namen. Und dort wird in regelmäßigen Abständen auch live gestreamt. Da geht es auch von Genshin Impact im Kern bis zu Age of Empires 2 und auch GTA 5, je nachdem, was gerade so ansteht. Doch kommen wir zum Kern des Videos. Und zwar soll es ja einmal darum gehen, wie sich der Account so weit entwickelt hat. Und wie ich mich entwickelt habe, was ich so an Workload hatte, wie sich mein Privatleben entwickelt hat, wie Corona darauf vielleicht auch Einfluss genommen hat. Alles dazu. Genau, wie bereits gezeigt, habe ich einmal einen YouTube-Account, einen Twitch-Account und habe auch einen Discord, das habe ich noch gar nicht erwähnt, der mittlerweile 20 Personen umfasst. Wir sind da aktuell Genshin Impact-Fans, die sich da treffen und regelmäßig unterhalten über einige Themen der Tayward World. Ich glaube, Tayward ist der Name der Welt. Ja, würde mich natürlich auch freuen, wenn wir da ein paar Age of Empires Member haben. Aktuell befinden sich dort nur Leute aus dem engeren Freundeskreis, mit denen ich Age of Empires regelmäßig streame. Einmal die Woche sonntags in der Regel. Kann sein, dass sich das auch nochmal verändert, aber da sind wir ja alle flexibel, oder? Genau, also gerne beitreten. Link zum Discord findet ihr in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere den Weg dorthin findet. Ja, was war denn mein Plan? Ich habe den YouTube-Account erstellt. Das war am 14.11.2020. Das ist... schon 4,5 Monate her. Damals habe ich den Gedanken gefasst, komm, wenn ich das mache, dann mache ich es ordentlich, zielstrebig, fokussiert, Tunnelblick, einfach Vollgas. Ich möchte hier keine halben Sachen machen, es soll jeden Tag ein Video kommen. Und das ist auch schon der springende Punkt. Jeden Tag ein Video. Bedeuten folgende Zahlen. Ich habe die einmal in der Tabelle zusammengefasst. In meinem Leben findet sich auch ein Job, der regelmäßig, ja, Zeitfrist. Heißt, ich bin dann immer von 9 to 5, wie man immer so schön sagt, von Montag bis Freitag, 8 Stunden lang beschäftigt mit dem Job. Dann kommt noch Anfahrt und Abfahrt, je nachdem, was Corona so macht, erlaubt und ermöglicht, sind das halt mal mehr, mal weniger. Grundsätzlich läuft es aber so ab, ich stehe morgens auf, fahre zur Arbeit, komme von der Arbeit wieder abends und dann geht es weiter mit YouTube. Dann bin ich von 18 Uhr bis 0 Uhr ungefähr beschäftigt. Mal mehr, mal weniger, wie immer. Man kennt's. Das heißt, dann sind ungefähr 6 Stunden des Tages für YouTube draufgegangen. Was in der Woche auch erstmal gar kein Problem ist. Ihr seht, das habe ich jetzt quasi jeden Tag. Je nachdem, ob ich einen Twitch-Livestream noch zusätzlich habe, verringert sich natürlich das Pensum von YouTube ein bisschen, weil ich die Stunden dann ein bisschen verteile auf Twitch. Aber grundsätzlich ist das Pensum in der Woche mit 14 Stunden schon nicht so ohne. Das heißt, ich habe meine 10 Stunden Schlaf. Nee, habe ich nicht. Wo sind die übrigen Stunden? Naja, ja, das wird wahrscheinlich Anfahrt und Co. sein. Naja, 6 Stunden Schlaf sind es wahrscheinlich eher, das kommt glaube ich eher hin. Samstags und sonntags wird natürlich nicht gearbeitet. Da wird natürlich auch mal Schlaf nachgeholt, weswegen ich nicht auf ganz so viele Stunden komme, aber natürlich möglichst auf ein Stundenniveau, was es mir möglich macht, alles was in der Woche quasi liegen geblieben ist, aufzuarbeiten, sodass ich weiterhin auf diese täglichen Videos komme. Das ist so momentan das Ding. Wenn natürlich an einem Samstag mal irgendwas ansteht, sagen wir mal Familiengeburtstag oder so, oder sonstiges, kann ja alles sein, oder das Internet wird abgeschaltet, oder mein PC ist im Arsch, will nicht arbeiten und ich habe irgendwas, was ich nacharbeiten muss, sodass das wieder läuft, dann kann das natürlich mal weniger werden und dann wird es natürlich stressig und diesen Stress möchte ich nicht mehr und möchte in dem Zusammenhang auch zielstrebiger arbeiten, geplanter arbeiten, mehr auf euch Zuschauer abgestimmte Videos bringen. Ich möchte da ein bisschen mehr in die Überlegung rein, statt in das Abgearbeitete. Ich möchte nicht mehr einfach nur am Fließband arbeiten und Videos raushauen. Huiu.
Sah ein bisschen komisch aus, aber gut, was ihr euch daraus macht, ist nicht mein Bier. Nur mal so zur Info. Ja, sondern ich will ein bisschen zielstrebiger, ein bisschen gerichteter arbeiten. So, das ist alles. So, und dementsprechend habe ich jetzt mir einen neuen Plan gemacht, den wir uns gleich anschauen. Vorher noch mal ein bisschen zur Statistik. Und zwar habe ich, wie schon gesagt, am 14.11.2020 angefangen mit YouTube. Dabei sind, das sind bis heute 4,5 Monate, 135 Tage, die ich YouTube mache. Das ist echt schon beachtlich, muss ich sagen. Also die Zeit rennt und man hat dann doch schon auch eine Menge geschafft. Ich bin echt zufrieden. Dabei sind 153 Videos entstanden. Mal so eben. Nicht schlecht, muss ich sagen. 153 Videos. Das ist einfach unglaublich. Ich überlege gerade, ob ich mal ein Video abspielen sollte. Ich kann ja mal aus Spaß das Neueste kurz anspielen. Hast du mal ein Rennspiel gemacht? Ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich ohne Ton, aber es ist nicht so wichtig. Es soll ja auch nicht so übertrieben sein jetzt hier. Springen wir mal wieder hierhin zurück. Ja, 153 Videos, 8.940 Aufrufe. Damit bin ich schon mal sehr zufrieden. Natürlich könnte es mehr sein, es könnte auch weniger sein. Also von daher bin ich stolz, dass ich es geschafft habe, so viele Leute dazu zu führen, meine Videos anzugucken. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Videos entsprechend den Unterhaltungswert oder auch den Informationswert geliefert haben. Twitch, was mache ich denn mit Twitch? Das mache ich seit Mitte Dezember. Das gute alte Twitch. Geschätzt. Leider findet man da kein Erstellungsdatum des Kanals, warum auch immer. Das habe ich jetzt auf jeden Fall nicht gefunden. Laut Foreneinträgen muss man da den Twitch-Support anschreiben. Holy fuck! Ja, aber Twitch, mittlerweile 48 Follower, regelmäßig auch meine ungefähr 3 Zuschauer, was mich sehr glücklich macht. Das heißt, der Weg zum Affiliate ist nicht mehr so lang. Und dann kann ich entsprechend auch flexible Auflösungen bei der Wiedergabe bieten, was mich natürlich freuen würde. Also gerne, wenn jemand jetzt auf die Idee kommen sollte, ach, den unterstütze ich mal oder den will ich irgendwie mir mal anschauen, dann gerne auf www.twitch.tv/massggaming und dann findet ihr mich da auch ganz einfach. Ja, zusätzlich, wie ich schon meinte, haben wir hier einen Discord, der etwa 20 Personen umfasst. Wir haben die Genshin-Community, wir haben die GTA-Community, wir haben die Fishing-Superstars-Community in der Theorie. Wir haben Age of Empires, GTA, wie gesagt, alles Mögliche. Im Kern ist es aktuell aber eine Genshin-Impact-Community. Also wer Bock hat, gerne dazukommen. Wir sind für alles offen. Gerade die Genshin-Impact-Fans werden da, denke ich, besonders von Nutzen haben, weil wir auch dann natürlich gerne mal zusammenspielen und dann wir im Team ein bisschen Spaß haben können. Long story short, um nochmal auf den Punkt zu kommen, habe ich mir jetzt neue Gedanken gemacht, wie ich gerne den YouTube-Kanal gestalten möchte. Und zwar war es bisher so, wie schon gesagt, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag jeweils ein Video. Also jeden Tag ein Video. Das möchte ich jetzt gerne reduzieren auf, wie ich es dargestellt habe, Montag, Mittwoch und Samstag. Sodass ich entsprechend nur 3 Tage ein Video rausbringen muss und da möchte ich dann auch gerne natürlich die Kernvideos rausbringen. Das heißt Genshin, Gothic, GTA, also die 3 Gs. Gegoogt heißt, es wird montags Genshin Impact kommen, mittwochs Gothic 2 und samstags dann GTA. Und ich würde natürlich dann mir überlegen, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Sonntag, also in den zwischen den Tagen dann natürlich auch mal vielleicht ein anderes Video rauszuhauen, weil ich ja dadurch viel mehr Zeit bekomme jetzt mit der neuen Regelung, dass es dann so laufen könnte. Ja, und zusätzlich, damit ihr auch wirklich jeden Tag was von mir habt, damit ihr jeden Tag dieses Zacken der Gesicht sehen dürft, würde ich dann halt gerne noch Twitch streamen, wie es bisher auch der Fall war. Also dienstags, donnerstags, samstags und sonntags, obwohl der Samstagslot für mich eher so ein random Ding ist. Also wahrscheinlich werde ich da weiter streamen, zumindest wird es erstmal beibehalten. Es kann aber sein, dass der Samstagslot wegfallen wird. Mal schauen. Auf lange Sicht will ich natürlich bei Twitch auch den zuverlässigen Zeitpunkt von 18 Uhr beibehalten. Jo, also das wäre eigentlich auch schon alles dazu. Also das ist so meine Rückmeldung zu den letzten 4,5 Monaten. Ich kann nur sagen, alle, die neu anfangen wollen mit dem Thema, die wirklich fest einsteigen wollen, nehmt euch in Acht. Das ist ein hartes Hobby, das kann ich euch sagen. Naja, ich will euch gar nicht weiter lange zusülzen. Wenn ihr Fragen, Kritik, Kommentare zu diesem Thema habt, dann lasst es gerne da. Lasst auch gerne ein Like da
Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, wenn ihr mich interessant findet, wenn ihr mich irgendwie amüsant findet oder auch gerne mehr von mir sehen wollt, dann drückt auch gerne auf Abonnieren, kostet nichts und würde mir helfen, beziehungsweise mir entsprechend auch das Feedback geben, ob ich mit meinem aktuellen Kurs richtig liege. So, mehr will ich auch gar nicht sagen. Bis dann soweit und haut rein. Ciao. Huh?